Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Liebe Zuschauer, es lässt mich nicht los, dieses Thema. Jeden Tag gibt es fast neue Informationen dazu. Jeden Tag werden wir mit neuen Informationen versorgt und manchmal, muss ich sagen, erschreckende Dinge. Erschreckend deswegen, weil es so einen großen Widerspruch gibt. Ein Widerspruch, der auf der einen Seite die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die das Wort Chemtrails überall hinsprühen und überall den Menschen damit Angst einjagen. Auf der anderen Seite gibt es kaum, mittlerweile muss ich sagen kaum, denn einige haben bereits dazu Stellung bezogen, kaum offizielle Stellen, ob Ämter, ob Regierungen, wer auch immer, die dazu irgendwas sagen. Wenn einmal etwas an die Öffentlichkeit kommt, dann ist es durch Menschen, die das einfach wollen, dass es die Öffentlichkeit erfährt. Mittlerweile sind zwei Dinge bekannt. Gesprüht wird auf jeden Fall am Himmel. Nicht genau bekannt ist, was gesprüht wird. Die Zielsetzung vom sogenannten Geoengineering, so heißt das. Das heißt, man tut mit Ingenieursleistung unsere Atmosphäre, unsere Hülle um die Erde herum bearbeiten, um einen gewissen Zweck zu verfolgen. Die Erzählungen, die wir erhalten, heißt, es wird gesprüht, dass die Sonne nicht auf die Erde durchdringt und man so der sogenannten Klimaerwärmung einen Gegenpart setzen kann. Jeder weiß, Aluminiumpartikel reflektieren, aber auch jeder weiß, dass Aluminium hochgiftig ist. Ich erinnere an den Bericht, den Arte vor nicht allzu langer Zeit in seinem Programm gesendet haben, wo uns allen klar war, wie hochgefährlich und giftig Aluminium ist. Das wird ausgesprüht. Mittlerweile gibt es auch Beweise dafür. Beweise sind, wenn diese Sprühflugzeuge am Himmel sind oder normale Maschinen, die auf ihrem normalen Weg einfach das mit ausbringen. Danach startet ein Privatflugzeug mit einem Messinstrument an Bord, fliegt in die Höhe, wie es kann, und das sinkt sich ja ab, das Ganze, und zerfleddert sich dann so, nimmt dort Luftproben und lässt die untersuchen. Diese Ergebnisse habe ich gesehen und sie waren teilweise erschreckend. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt sie zu ängstigen, was da ist, sondern einem bewusst zu machen, was dort passiert. Aber es bedeutet immer wieder, wir müssen in unsere Mitte, wir müssen uns schützen, und schützen tun sie sich mit ihren geistigen Kräften. Einfach das zu verstehen, diese Thematik, die uns da beeinflussen soll, ist natürlich viel, viel griffiger über die Informationen, wenn wir in die Angst gehen. Wenn wir jedoch dem widerstehen und sagen, dieses ganze Thema betrifft mich nicht. Wenn ich das sehe am Himmel, denke ich, ja, die blasen wir wieder weg. Und dann gibt es genügend Möglichkeiten, wo man sich mittlerweile zur Wehr setzen kann. Ein ganz berühmter Wissenschaftler, Wilhelm Reich, hat an der Orgon-Technologie gearbeitet. Und da gibt es viele Entwicklungen, die Sie im Internet finden, wie Sie mit einem sogenannten Cloudbuster, der auf zwei Wegen funktioniert. Einmal kann man ihn einsetzen zum Regen machen, dann erzeugt er Wolken, und zum anderen kann man ihn einsetzen, um die Wolken verschwinden zu lassen. Aber auch da ist Wissen nötig und nicht irgendwas zusammenwursteln, denn da kann es auch passieren, dass das Ganze ins Gegenteil umschlägt und negative Einwirkungen hat. Also informieren Sie sich genau und informieren Sie sich umfassend. Mir hat ein Zuschauer eine Zusammenfassung geschickt, die nennt sich Chemtrail Hintergrund Spezial, wo einfach nochmal gewisse Dinge ans Licht gebracht werden. Der Verfasser ist sehr wütend, deswegen hat er auch sehr heftige Bezeichnungen drin. Da stehe ich natürlich nicht dahinter. Ich sage immer, es geht nicht darum, Menschen anzugreifen, es geht darum, Systeme zu verändern. Und hier geht es darum, einfach unsere Luft, unser Himmel sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass der Mensch einen sauberen und für ihn verträglichen Lebensraum hat. Die Machenschaften oder die Ziele, die eventuell eine neue Weltregierung oder eine neue Weltordnung verfolgt, können für uns da vollkommen uninteressant sein, denn es sind nicht die Ziele der Menschen, es sind die Ziele weniger, die ich immer gern als Extremisten bezeichne, weil das sind sie auf ihre Art, da sie keinen Respekt mehr vor dem menschlichen Leben haben und vor der individuellen Entwicklung der Menschen und der Kulturen. Und wenn sich jemand da darüber stellt, hat er eigentlich wenig, was man mit Menschlichkeit bezeichnen kann, denn er setzt sich über die anderen Menschen, meint, er ist was Besseres und vor allen Dingen er könnte entscheiden, was mit den Menschen wie zu passieren hat.
Wir schauen uns das einmal an. Es ist unglaublich lange. Ich will Ihnen auch noch einen Radiobeitrag zeigen. Wir fliegen da einmal drüber. Dieses PDF stellen wir zu unserer Sendung, entweder auf dem YouTube-Kanal zuzugreifen oder über unsere Website unter Sendungen können Sie dann die gleiche Information sich in Ruhe noch einmal angucken, weil es würde die Breite der Sendung natürlich sprengen. Wir schauen uns das mal an. Chemtrail Hintergrund Spezial. Und da ist jetzt gleich als erstes ein Bild drauf, wo Sie sehen, dass am Heck eines Flugzeugs eine riesige Sprüheinrichtung angebracht ist. Was da gesprüht wird, da können natürlich auch Pflanzenschutzmittel gesprüht werden, weiß ich nicht, aber es ist eine Sprüheinrichtung. Chemtrails umhaben unfassbare Aktivitäten. Jeder kennt sie, jeder hat sie schon gesehen, die Streifen am Himmel. Man kennt sie auch als Kondensstreifen von strahlgetriebenen Verkehrs- und Militärflugzeugen. Tatsächlich sind auch ca. 80% der Beobachtung genau diese Contrails, also Kondensstreifen. Die restlichen 20% sind Chemtrails. Der Name leitet sich ab aus dem Erscheinungsbild und den Bestandteilen dieser unglaublichen und unkontrollierten Sprüh- und Emissionstätigkeiten aus Flugzeugen. Tatsache ist, Chemtrails existieren und sind keine Spinnerei. Tatsache ist, es werden Chemikalien versprüht, Nano-, Aluminiumoxid- und Bariumoxidteile. Tatsache ist, es passiert völlig unkontrolliert vorbei an Regierungen und Parlamenten. Tatsache ist, Anfragen an die Flugkontrollen werden nicht beantwortet. Tatsache ist, es passiert weltweit, besonders in USA, Großbritannien und über Norddeutschland. Tatsache ist, es führt zu chronischen Atemwegserkrankungen, Unwohlsein und Gehirnschäden. Wer führt hier Experimente durch? Bisher völlig unklar. Warum werden diese Dinge durchgeführt? Es gibt Vermutungen. Wenn Sie so eine Wolke am Himmel sehen, liebe Zuschauer, ich glaube, dass dann jedem klar ist, dass das keine natürliche Wolkenbildung ist. Erstens gibt es Reflexionen. Reflexionen dieser Art können durch Sonneneinstrahlung aufgelöst werden, die reflektiert wird. Wenn Sie einen Regenbogen sehen, hat der eine ganz andere Art, weil da gibt es die Sonne von einem Winkel und die Feuchtigkeit vom anderen. Hier gibt es keinen Regen, weil es hat noch gar nicht geregnet, aber Sie haben plötzlich eine Wolke, die eine ganz seltsame Optik hat und die farblich reflektiert. Es gibt inzwischen genügend Chemtrail-Bildmaterial, das zeigt, es sind keine normalen Flugbewegungen und keine normalen Kondensstreifen. Denn genau diese sind oft sehr kurzlebig und nach wenigen Minuten wieder verschwunden. Je nach Lufttemperatur und Feuchtigkeit kann das auch bis zu 30 Minuten dauern. Abbildung links, das normale Erscheinungsbild, rechts Maschine in gleicher Höhe, gleiche Geschwindigkeit. Also, schauen wir uns das einmal an. Hier sehen Sie einen Flieger, hier oben. Sie sehen es, ich umkreise den mit meinem Cursor. Und hier rechts sehen Sie einen Flieger. Beide in der gleichen Höhe kann man erkennen anhand ihrer Größe. Das Flugzeug hat einen Kondensstreifen, der entsteht. Hier bildet er sich und geht irgendwann wieder weg. Das hier sieht aber ganz anders aus. Und wenn die beiden Flugzeuge in gleicher Höhe fliegen, würde mich das schon verwundern. Chemtrails halten sich aber oft über den ganzen Tag oder auch länger. Am Ende bekommt der Himmel eine geschlossene, milchig aussehende, die Sonne nicht mehr durch und der eigentlich vorhandene blaue Himmel verschwindet hinter Schleiern. Sie werden erzeugt mit zusätzlichen Sprüheinrichtungen, die man nur aus der Nähe erkennt. Hier haben Sie jetzt so ein Beispiel. Flugzeug, vierstrahlig, hier sind die Triebwerke und da hinten sind irgendwelche Ausrichtungen dran, die irgendetwas absprühen. Jetzt darf man das auch nicht verwechseln. Was natürlich auch passiert, ist Treibstoff ablassen. Aber das sieht etwas anders aus. Typische Militärmaschine ohne Identifikationsmerkmale mit Sprühdüsen unter den Tragflächen. Am meisten praktiziert das Versprühen über Treibstoffzusätze über die Antriebsturbinen. Das sieht dann so auch aus, auch hier, diese seltsame Reflexionen, die aussehen wie ein Regenbogen. Und wie gesagt, ein Kondensstreifen beginnt gar nicht so nah an der Maschine, sondern eigentlich erst ein Stück weiter hinten, wenn diese heiße Luft hier kondensiert. Das sieht sehr merkwürdig aus. Das Endergebnis sieht dann oft so aus. Diese Bilder kennen Sie vielleicht auch vom Himmel. Es grenzt ja geradezu an Perversion, wenn man für seinen PKW eine Feinstaubplakette aufgezwungen bekommt und das ganze CO2-Klimaschwindeltheater hinnimmt und gleichzeitig wird unsere lebensnotwendige Atmosphäre derartig kontaminiert, verunreinigt und keiner nimmt Notiz davon oder stellt Fragen. Auch hier wieder typische Streifenbildungen. Hier hinten sehen Sie, wie sich das Ganze zu Schlieren bildet. Auch das Bild.
Wer denkt angesichts dieser Bilder an normale Kondensstreifen? Hier wird systematisch die Atmosphäre verunreinigt, Chemikalien sind im Einsatz. Es gibt Vermutungen, dass Aluminiumoxid versprüht wird, um die Sonneneinstrahlung zu dämpfen, Ziel Reduzierung der Erderwärmung. Aber alles nur Vermutungen, das Aluminiumoxid nicht, das wurde schon nachgewiesen, genauso wie Bariumoxid. Beides hochgradig gesundheitsgefährdend. Welche Technik kommt zum Einsatz? Hier sehen wir eine Art, hier sehen wir was ganz anderes. Hier ist in ein Bullauge, in die Seite des Flugzeugs, eine Sprüheinrichtung eingebracht, die hinten eine Sprühdüse hat. Links eine Sprühdüse für große Mengen, rechts für feinere Dosierungen. So soll angeblich ein Flugzeug, was versprüht, von innen aussehen. Sie sehen, da stehen irgendwelche Computersteuereinrichtungen und hier sind irgendwelche Tanks drin. Und da irgendwo sieht man auch die Leitung, die nach außen geht. Hier rechts ist das Bullauge zu, das ist das Schwarze hier. Und dort geht eine Leitung rein. Das Sprühen erfolgt auch ganz unauffällig aus normalen Tragflächenteilen, aus Unterbautanks und Triebwerksteilen. Wie wir das hier sehen, ist einfach hinten eine Düse dran und hier wird irgendwas versprüht. Da ist wieder so ein Bild, Aufnahme aus Norddeutschland. Alles in allem unglaubliche Zustände. Wer steckt dahinter? Das Militär, Wetterbeeinflusser, undefinierbare geheime Mächte. Fest steht, Regierungen und Parlamenten sind außen vor oder leugnen Chemtrails. Bei diesen Beweisen schon eine Unverfrorenheit. Was genau dahinter steckt, ist noch nicht restlos geklärt. Es scheint eine Mischung zu sein aus Wetterbeeinflussung, Militärübungen und am schlimmsten zur gesundheitlichen Störung großer Teile der Menschen. Wer Aluminiumoxid einatmet, neigt zu Demenz, Schlappheit und Müdigkeit, Lethargie, Nasenbluten, Kopfschmerzen, Entzündungen und chronische Atemwegsprobleme. Allerdings ergibt sich offensichtlich auch bei Bariumoxid. Man kann also auch stark vermuten, ein Ziel ist die systematische Krankmachung von Menschen. Nanopartikel im Körper sind nicht abbaubar. Besonders in den USA regt sich immer größerer Widerstand. Hier ein Aktionsflyer. Eine weitere Protestgrafik aus den USA. Da sieht man auch, wie gesagt, die aktuellen Beiträge und aktuellen Videos. Das Auftreten von Chemtrails ist aus folgenden Ländern gemeldet: Australien, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Irland, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schottland, Schweiz, Spanien, Thailand und die Vereinigten Staaten. Die im Sprühvorgang verwendeten Polymere setzen sich in den Augen und im Atemsystem fest, was zu punktueller Blutung, auch Nasenblutung und blutigem Stuhl, zu Schmerz und zu Augenproblemen bis zur Erblindung führen kann. Weitere Auswirkungen auf den Menschen sind nicht ausreichend bekannt, mit schweren Langzeitfolgen ist aber zu rechnen. Außerdem stehen Chemtrails im Verdacht, die Erde noch weiter aufzuheizen, als sie normalerweise schon der Fall wäre, da die Metallpartikel die Sonnenwärme möglicherweise mehr in der Atmosphäre halten als abriegeln. Chemtrails werden auch für die Dürre in vielen Erdteilen verantwortlich gemacht, da Beobachtungen zeigen, dass sie selbst heftige Gewitterwolken keinen Regen verursachen, wenn Chemtrails am Himmel waren. Chemtrails verbleiben Stunden in der Luft, wobei sich die Streifen je nach Windstärke und Richtung stark in die Breite ziehen, bis sie nach etwa 2 bis 5 Stunden kaum mehr als Streifen erkennbar sind und den Himmel in Form eines weiß-grauen Schmierfilms, der den blauen Himmel diffus trübt, zuziehen. Diese Chemtrailwolken sind inzwischen ganz normal geworden, da sie zumindest über Großstädten fast ständig präsent sind. Wenn Flugzeuge insbesondere bei schönem Wetter aus dem Nichts auftauchen und gitterartige gemusterte Sprühflüge absolvieren oder wie in Oldenburg, wo es keinen Flughafen gibt, Rundflüge stattfinden, an kurvigen Chemtrails erkennbar, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine groß angelegte Sprühaktion. Weitere Musterbeispiele dafür, dass es sich nicht um zivilen Luftverkehr handelt, sind Muster, bei denen parallele Bahnen in exakten Abständen erkennbar sind. So fliegt man nur, wenn man flächendeckend sprühen will. Schauen wir uns mal das Bild unten links an. Hier ist es natürlich schwierig, einem Menschen zu erklären, warum ein Flugzeug solche Flugbewegungen macht. Und diese Streifen gehen dann auseinander. Sie lösen sich nicht auf wie Kondensstreifen, die, wenn die Temperatur der Luftschicht entspricht, die in Wasser sich verwandeln und nicht mehr sichtbar sind, sondern es sieht schon sehr seltsam aus, wenn hier irgendwelche Muster an den Himmel gesprüht werden. Dann geht es um eine zweite Geschichte, HARP. Hier geht es um riesige Antennenanlagen.
Die Existenz von Chemtrails wird noch von allen Regierungen geleugnet. Vereinzelt werden diese aber im kleinen Rahmen zugegeben, wobei dann behauptet wird, dass diese verursacht werden, um durch die Aluminiumpartikel eine Isolationsschicht zu erzeugen, die Sonnenstrahlen reflektiert, um somit der globalen Erderwärmung entgegenwirkt. Die Bariumoxidation soll hingegen bewirken, dass sich Kohlendioxid bildet und als angebliches Treibhausgas, was es nicht ist, entschärft wird. Die Vermutung liegt nahe, dass andere Motive dahinter stecken, wie beispielsweise die Manipulation des Wetters durch die Metallpartikel selbst oder auch durch die dadurch ermöglichten Beschuss mit HF- oder VLF-Wellen. Chemtrails und HAARP stehen offensichtlich in einem sehr engen Zusammenhang, was aber zunächst auffällt, beides wird abseits der Medien und außerhalb der normalen Regierungszugriffe und Parlamente betrieben. Die Politiker wissen nichts davon oder leugnen hartnäckig. Es müssen also zwingend Mächte, Eliten oder nicht legitimierte verbrecherische Vereinigungen, Schattenmächte oder Logen an der Erde existieren, die darüber stehen. Die Frage, ob es eine chemische, biologische und elektromagnetische Kriegsführung gegen die Weltbevölkerung gibt, muss mit Ja beantwortet werden. Hier zum Beispiel auch ein Wolkenbild. Wenn man das sieht, ist es schwer für uns zu glauben, dass sowas entsteht, weil solange ich lebe, habe ich nie natürlich solche Wolkenbilder gesehen. Das ist das System, wo es um die Zusammenschaltung von Elementen geht. Und da steht zum Beispiel unter anderem, Air Force und Navy sind aber keine Wohltätigkeitsvereine und friedlich wohl kaum. HAARP verfügt über eine leistungsfähige Phased Array Kurzwellensendeanlage mit einer Sendeleistung von zurzeit 960 Kilowatt. Im Jahre 1993 wurden mit 18 zusammengeschalteten Elementen begonnen. 1998 wurde die Anzahl auf 48 erhöht. Im Endausbau 2007 sollen 180 Sender betriebsbereit sein. Die derzeitige effektive Strahlungsleistung liegt bei 84 dBW, 250 Megawatt und soll im Endausbau auf 96 dBW auf 4000 Megawatt liegen. Die einzelnen Sender des Typs Continental Electronics D616G mit jeweils 10 Kilowatt maximaler Sendenleistung wurden speziell für dieses Projekt entwickelt. Der von der Anlage nutzbare Frequenzbereich ist 2,8 bis 10 MHz Kurzwelle. Zwei der von HAARP benutzten Frequenzen sind 3,39 und 6,99 MHz. Einer Kurzmeldung im Spiegelheft 6 vom 7. Februar 2005 zufolge ist es Forschern der USA-Luftwaffe gelungen, mit energiereichen Radiowellen den HIPAS-Anlage künstliche Polarlichter zu erzeugen. Alles zusammen höchst beunruhigende Technik in den Händen des US-Militärs. Was können theoretisch nicht alles für Phänomene und abnormale Erscheinungen und Ereignisse erzeugt werden, bis hin zur künstlichen Erwärmung der nördlichen Erdhälfte, Abschmelzen des Nordpols oder auch eine Beeinflussung der menschlichen Psyche mit starken Radiowellen. Das ist die Abbildung der Anlage in Alaska. Hier sehen Sie diese ganzen Antennenfelder. Mittlerweile wurde auch in Europa derartige Anlagen installiert. Die größte in Europa steht in Südschweden, nennt sich Lois. Und Sie sehen, überall dort, gesamt in diesem Bereich, ist diese Anlage installiert. In den Niederlanden, und hier sehen Sie das, wie das von oben aussieht, riesige Antennenfelder, die gegen den Himmel gerichtet sind. Und die da, wie hier zum Beispiel links in Japan, rechts in Australien, eine riesige, in Japan eine kleinere Anlage. Am 5. Februar führte der Unterausschuss für Sicherheit und Abrüstung des Europäischen Parlaments eine Anhörung durch, 98, die unter anderem HAARP behandelte. Vertreter der USA und NATO waren eingeladen und erschienen nicht. Das Ergebnis dieser Anhörung ging in den Entschließungsantrag an das Europäische Parlament ein, in dem Bedauern über die Informationspolitik der USA bezüglich HAARP und der Bedarf nach weiterer unabhängiger Forschung zu den Auswirkungen von HAARP ausgedrückt wird. Das ist eine vornehme Umschreibung dafür, dass das EU-Parlament militärische Aktivitäten und Experimente einer Besatzungsmacht nichts angeht. Lois, ein neues HAARP-System, was über ganz Südschweden gebaut wurde. Es ist das größte HAARP-System der Welt und steht in Verbindung mit dem LOFAR-System in Mitteleuropa und ISECAT im Norden. Diese Anlage ist bis jetzt der Welt noch nicht recht bekannt. Lois geht über ganz Südschweden und tausende von starken Antennen wurden zusammengeschlossen.
HAARP-Systeme haben immer einen militärischen Hintergrund. Die schwedische Regierung hat große Teile Nordschwedens an die NATO vermietet, damit man dort neuen EMV-Waffensysteme testen können, ohne Zugriff und Information des schwedischen Militärs. Dort testet man wahrscheinlich HF, Chemtrail, Nanotechnik und anderes, auch mit Auswirkungen auf die Bevölkerungen. Manche Waffen gehen nicht anders zu testen. Dies von Experten angesprochene und vielleicht gefährlichste möglichste Anwendung von HAARP ist Bewusstseinskontrolle und Bewusstseinsspaltung. Obwohl diese Anwendungsmöglichkeit in der offiziellen Literatur niemals erwähnt wird, HAARP modelliert mit der Erdfrequenz, die auch das menschliche Gehirn beeinflussen kann, für spezielle Anwendungen theoretisch auf gesamte Völkerschaft abgestimmt werden. Es ist auch denkbar, dass die Technologie dazu verwendet werden könnte, Worte, Verhaltensweisen und Bilder direkt in das Bewusstsein vieler Menschen hinein zu projizieren. Das sind vorerst aber Vermutungen. Auch wenn HAARP theoretisch von Alaska aus die ganze Erde bestrahlen könnte, finden sich diese Art von Sendeanlagen auf fast jedem Kontinent. Das Ergebnis jahrelanger Recherchen von über 150 HAARP-Gegnern, vor allem von Bürgern Alaskas sowie einzelner verantwortungsbewusster Wissenschaftler, deuten darauf hin, dass mit HAARP eine weiterentwickelte Version des offiziell ad acta gelegten Star Wars-Programms verwirklicht werden soll. Dieses Ergebnis einer gemeinschaftlichen Detektivarbeit 1995 in Kanada und den USA als Buch mit dem Titel Angel Don't Play This Harp erschienen, sorgte kürzlich in Alaska für öffentliche Empörung. Es handelt sich dabei nicht um Behauptungen über irgendeine nebulöse Weltverschwörung, vielmehr sind die Akteure und ihre Ziele weitgehend enttarnt. Die Buchautoren, die Journalisten Jane Manning und der Elektriker, Firmeninhaber und mehrjährige Vorsitzende des Lehrerverbandes von Alaska, Nick Spekich, könnten ihre Vermutungen in Bezug auf eine geplante, unverantwortliche Anwendung von HAARP als Hightech-Waffe seriös belegen. Wieder eine ominöse Wolkenbildung, ich glaube, die wir nicht kennen, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken. Einige typische Wolkenbilder, die durch Manipulation und HF-Bestrahlung entstanden. Ob vorher noch Chemtrails ausgebracht wurden, ist noch nicht geklärt. Hier sehen wir das. Seltsame Wolken und dann wie ein ausgestanztes Loch. Hier in ähnlicher Art. Jeder, der sich noch ein wenig mit Physik auskennt, weiß, welche gewaltigen Energiemengen notwendig sind, um solche riesigen Löcher 5 bis 15 Kilometer Durchmesser durch eine Wolkendecke zu brennen. Warum werden Kurzwellen von 15 bis 30 Meter Wellenlänge benutzt? Genau die werden von der Ionosphäre sehr gut zurückreflektiert. Man kann also eine gewaltige Stoßenergie nach oben senden, die dann mit fast gleicher Intensität hundert oder tausende Kilometer weiter wieder auf die Erde auftrifft. Entsprechend modelliert könnten sogar Erdbeben ausgelöst werden. Die Modulation dafür liegt nach Expertenmeinung bei 4 bis 8 Hertz. Das ist die Eigenfrequenz der Erde, die in diesem Bereich selbst pulsiert. Bevor eine solche Funkschockwelle wieder auf die Erde eintrifft, hinterlässt sie ein regenbogenfarbiges Flimmern in der Luft, ca. 3 bis 5 Kilometer Höhe. Genau dieses Flimmern wurde bei 90% der letzten schweren Erdbeben beobachtet. Hier ein Foto, das kurz vor dem letzten schweren Erdbeben in Sichuan, China, aufgenommen wurde. Genau dort liegt das chinesische Kernforschungs- und Waffenzentrum und es blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Alles nur Zufall? Sollte das HAARP-System also tatsächlich in der Lage sein, und hier sehen Sie, dass die Aufnahme mit diesen seltsamen Flimmern, diese regenbogenartigen Erscheinungen, sollte das HAARP-System also tatsächlich in der Lage sein, egal wo auf der Welt Erdbeben zu erzeugen, wäre das die gewaltigste Waffe aller Zeiten. Es gibt Rückschlüsse, dass bis dann in Verbindung mit weiteren Bodenstationen auf der Erde zur Energiebündelung passiert. Wozu sonst der weltweite Aufwand an HAARP-Stationen? Sind diese exakt geformten Funklöcher die Austrittsöffnungen oder Eintrittsöffnungen? Die im letzten Jahr erschienene exzellent recherchierte Dokumentation Angels Don't Play This Harp, Engel spielen nicht auf dieser Harfe, des amerikanisch-kanadischen Autorenteams Begich und Manning deckten auf, was sich hinter den milliardenschweren, vornehmlich aus schwarzen Geldern finanzierten Harp High Frequency Activity Auroral Research Projection verbirgt. Die HAARP-Anlagen sind das modernste, leistungsfähigste und flexibelste elektromagnetische Waffensystem, das je auf diesem Planet gebaut wurde. Chemtrails und HAARP, hier sehen Sie das. Wie gesagt, so sieht plötzlich unser Himmel aus. Wo
Wozu man das braucht, wird uns nicht gesagt. Offiziell gibt es dazu keine Stellungnahmen. Schauen Sie sich dieses riesige Antennenfeld an. Hier steht die Frage, welches Experiment wird hier durchgeführt? Schauen Sie sich den Himmel an, schauen Sie sich die Farben an, was da passiert, Streifen, seltsame Wolkenkonstellationen. Schauen Sie sich dieses Bild an. Welche Versuche oder Experimente erzeugen solche Wolkenbildungen? In letzter Zeit häufig beobachtet unbekannte Kreisstrukturen, Foto- und Wetterradar. Das heißt, wie rausgestanzt aus der Wolkendecke. Der im kleinen Bild sichtbare riesige Ring hat sich unter Auflösung Richtung Nordost bewegt. Ein ringförmiges Wolkengebilde exakt nachgezeichnet. Auch hier ein Wetterradarbild aus USA, kreisrund strukturierte Wolken, die sich bewegen. Hier sehen wir das Ganze an der Ostküste, Westküste, Ostküste, das muss ich wieder überlegen, die zeigt Richtung Osten, Ostküste. Besonders interessant, riesige Spiralwolkenformationen am 27.01.2010 über Australien. Man vermutet die Entstehung durch Metall-Nanopartikel, ähnlich wie bei unseren Kreisen. Und hier steht jetzt, wie so oft entscheidet auch der Zufall über beweisfähige Fakten. Trifft ein erzeugter Kreisresonanzschwingungswelle von oben auf Land, kann es zu Beben kommen, die sich keiner erklären kann, da jede Spur für eine künstliche Erzeugung fehlt. Hier endlich der Beweis, ob mit Absicht oder aus Versehen landete eine starke Resonanzschwingungswelle auf der zugefrorenen Baikalsee und hinterließ ihren Fingerabdruck auf der glatten, weißen, dicken Eisfläche und auch noch die Spuren der zerstörerischen Wirkung. Das meterdicke Eis wurde regelrecht mit Wucht in Durchmesser von 6 Kilometer zertrümmert. Weiteres, liebe Zuschauer, zum Thema Chemtrails gleich nach der folgenden Werbepause. Alois Irlmeier. Ich seh's ganz deutlich, der Titel einer außergewöhnlichen DVD. Seit Anbeginn der Zeit sind die Menschen von der Zukunft fasziniert. Hellseher, Weissager, Propheten, diese Menschen faszinieren uns mit ihren Ausblicken in eine Welt, die vielleicht noch vor uns ist. Sichern Sie sich jetzt eine aufschlussreiche und außergewöhnliche DVD über das Leben des Propheten Alois Irlmeier. Einer, der von uns war, einer, der zu uns kam und einer, der nie aus sich etwas Besonderes gemacht hat. Jetzt im Shop bei timetodo.ch. So, schon sind wir wieder zurück. Nach der Werbeunterbrechung, ich möchte Ihnen nochmal das Bild zeigen vom Baikalsee, wo, wie gesagt, die meterdicke Eisfläche in einem Durchmesser von 4 in der Mitte insgesamt 6 Kilometer zertrümmert wurde. Wie das aussieht, Sie sehen die Größe des Sees und hier in der Mitte ist wie, als hätte ein riesiger Hammer reingeschlagen, das Eis komplett zertrümmert. Ab sofort steht fest, dass aktuelle Erdbeben und Tsunamis auch oder überhaupt künstlich erzeugt wurden. Harp ist nicht friedlich, es ist eine furchtbare Waffe in den Händen einer weltweiten Schattenmacht, die noch über den bekannten Regierungsstrukturen agiert. Warum diese Aktionen, Vorspiel oder Test für noch Schlimmeres? Noch ungeklärt.
Wer ist diese Schattenmacht? Was sind ihre Pläne? Ein Ziel, das inzwischen bekannt ist, die Reduzierung der Weltbevölkerung um 60-80%. Dafür ist anscheinend jedes Mittel recht, von der Verseuchung der Atmosphäre mit Nanopartikeln über künstliche Viruserkrankungen bis hin zur Auslösung von Erd- und Seebeben. Die Weltöffentlichkeit bleibt außen vor. Diese Machenschaften sind absolut kriminell und verbrecherisch. Es gibt noch genügend weitere mysteriöse Machenschaften, wie zum Beispiel in den USA, auf dem Testgelände Area 51, zu dem nicht mal der Präsident Zutritt hat. Doch das wäre jetzt schon ein weiteres umfassendes Thema. Harp Australien, eine der größten Anlagen mit 300 Meter großen Sendemasten. Schauen Sie sich das Monster an. Und offiziell wird die zum U-Boot-Funk benutzt. Wenn man mit solchen Antennen arbeitet, kann man auf dem Mars noch mit den U-Booten kommunizieren. Solche riesigen Anlagen waren nötig. Überlegen Sie, auch bereits zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs wurde mit U-Booten Kontakt gehalten und die hatten nicht solche Sendemasten. ELF-Wellen im Frequenzbereich von 200 Hertz bis 6 kHz sind offenbar auch geeignet, die mysteriösen kreisförmigen und spiralförmigen Wolkenfelder zu erzeugen. Alles in Verbindung mit Nanometallpartikeln, die auch als Fallout nachgewiesen wurden. Dann sehen Wolken plötzlich aus wie Spiralen. Wetterradarbilder von Australien. Hier sehen wir hier unten diese spiralförmige Wolkenbildung. Hier unten rechts. So, dann gehen wir mal weiter. Da sehen wir es wieder, hier links dargestellt, hier rechts, wie es ausgesehen hat. Haben Sie schon mal solche Wolken gesehen? Einen Tag später. Dann hier, die wie ein Regenbogen reflektieren und wie Spiralen aussehen. Am 21.04.2009 konnte man in Australien schon lesen, Short News, Ex-Demokratin möchte Australiens Bevölkerung von 22 auf 7 Millionen reduzieren. Die Ex-Demokratin Sandra Kank, Präsidentin des australischen Umweltschutzgruppe SPA, möchte, dass Australiens Bevölkerung von fast 22 Millionen auf 7 Millionen Menschen reduziert wird, um die Klimaveränderung zu reagieren. Sie will mit dieser Aktion einen drohenden Umweltselbstmord verhindern. Die Einschränkung eines jeden Paares auf ein Baby, so wie in China es tut, ist eine Möglichkeit zu helfen, die Bevölkerung zu reduzieren. Kank, die selbst ein Kind hat, erwartet, dass ihre Kampagne eine feindliche Reaktion auslösen wird. Mehr Menschen verbrauchen auch mehr Kohle für Elektrizität, Auto, Häuser, Wasser und Nahrungsmittel und sie werden alle die Treibhausgasemissionen vergrößern, sagte Kank. Sustainable Population Australien hat derzeit 1300 Mitglieder und arbeitet eine Eingabe für die Vereinten Nationen aus. Von 22 auf 7 Millionen ist eine Zweidrittelreduktion. Auch Kank begründet ihren Wahnsinn mit der Klimalüge. Gleiche Verlautbarungen hören wir aus Großbritannien. Times Online zu diesem Thema mit dem Titel UK Population must fall to 30, says Portrait. Reduzierung von 60 auf 30 Millionen, auch hier spätestens jetzt sollten die Alarmanlagen anfangen zu klingeln. Was mit der deutschen Bevölkerung werden soll, die ehemalige Außenministerin Albright verkündete schon vor mehreren Jahren, 8 Millionen sind in Deutschland genug. Und spätestens jetzt machen alle weltweiten Chemtrail- und Harp-Aktionen einen Sinn. Und wir wissen, warum Kachelmann als Insider weg musste. Weitere Fragen, bisher ungeklärt, was findet eigentlich statt, wenn diese Wolkenkreise entstehen? Die schönen runden Löcher sind doch nur eine Nebenerscheinung. Harp Wilhelmsburg, Deutschland, geteilte Ring-Dipol-Richtantenne 90 Grad senkrecht. Schauen Sie sich die schwarzen Ringe an. Oben größer, dann werden sie enger, nach unten werden sie wieder größer. Und so sieht dieses Monstrum aus im Verhältnis zu einem Haus. Standort B109 zwischen Pasewalk und Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Sie senden Dipol. Die sendende Dipol ist der erste breite Ring. Von unten danach folgen zwei Direktoren zur Bündelung und ganz oben noch zwei Direktoren zur trichterförmigen Abstrahlung nach oben. Ungefähr seit den letzten 10 Jahren folgt Wetterkatastrophe auf Wetterkatastrophe, Erdbeben auf Erdbeben, Flutkatastrophen, auch Tsunamis wie vorher noch nie. Seitdem ist das globale Wettergeschehen chaotisch. El Nino kommt häufiger und heftiger als normal. Auffällig ist nun, dass genau zu diesem Zeitpunkt in Alaska die großflächige Harp-Anlage errichtet und in Betrieb ging. Seitdem passiert unter anderem auch Erdbeben in Sumatra, Indonesien, 4/2010, Mexiko, 4/2010, Chile, Haiti, Italien 2009, China 2008, Tsunami-Welle 2007.
Aktuelle Bilder der Harp-Anlage in Alaska. Ja, sie ist etwas gewachsen seit dem letzten Bild. Antennenmasten, soweit das Auge reicht. Weitere Fotos zu dem Thema Kreiswolkenformation. Und hier agiert irgendwas in der Mitte, was man nicht erkennen kann. Hier haben wir das nochmal. Skalarclouds in Wellenstruktur, die eine Funkbehandlung deutlich anzeigen. Haben Sie schon mal solche Wolken gesehen mit so einer Optik und so einer Form? Oder das hier? Das sieht doch aus wie ein geraffter Vorhang, der über dem Bett hängt. Oder das, schauen Sie sich das mal an. Noch verrückter. Hier über der US-Westküste sehen Sie die ganzen Streifen. Völlig abnormale Abgasstreifen. Hier wieder die Färbung. Ja, liebe Zuschauer, das war eines der Dinge, die ich Ihnen zeigen wollte. Es gibt noch eine andere Geschichte, die mir sofort unter die Finger gekommen ist. Und zwar gibt es einen Radiomitschnitt, wo eine Frau anruft, weil sie Seltsames beobachtet. Dieser Mitschnitt ist 10 Minuten lang, die Zeit reicht uns noch. Hören Sie sich einfach an, über was die Dame berichtet. Wir haben, ich habe zwei kleine Großneffen, die spielten im Garten und ich sah das zuerst gar nicht. Dann guckte die Kleine am Himmel und sagt, oh, guck mal, da sind alle Silberfäden, die runterkommen. Sag ich Silberfäden, dann schaue ich in den Himmel. Das sah aus, wie der ganze Himmel voll von Spinnengewebe war. Die glitzerten so am Himmel und dann sah ich natürlich auch die Chemtrails. Und dann habe ich sofort die Kinder genommen, hat meine Schwester gesagt, du nimm die Kinder sofort rein, geh die duschen und die Haare waschen. Jetzt kommt dieses Dreckszeug runter. Das ist ja unglaublich. Und ich habe das zum Teil mit Pinzetten dann aufgelesen, habe das in eine Aluminiumfolie getan, um das in ein Labor zu bringen. Also und diese Polymere fallen zum Teil vom Himmel, die sieht man. Also wie Engelshaare kommt das runter. Und du bist nicht die Einzige, die das beobachtet hat. In den Staaten hat man das vielfach beobachtet. Ja. Ich habe auch schon Mails gekriegt von Leuten, die also diese Silberfäden da eben gesehen haben überall. Und das klebte überall. Also wir haben einen 3000 Quadratmeter großen Garten. Das klebte überall. Auf den Blumen, auf den Bäumen, auf den Büschen. Es war alles voll. Unter Ulmen hat einen sehr guten Vorschlag, nämlich film doch einmal diese hustenden Kühe über einer Vorstellung. Ja, gut, das kann ich mal machen. Und schick mir das doch, weil ich das dann, wenn du mal schickst, das ist dann vielleicht gern zu dieser Sendung einmal dazu verlinken. Vielleicht kannst du das irgendwie so als AVI oder als MPEG, irgendwas Webfähiges, möglichst komprimiert. Und dann lade ich das dazu. Ja, ich würde ja gerne mal sehen. Also ich habe das noch nie vorher gehört, dass Kühe so husten. Ich habe noch überhaupt nie was vom Husten gehört. Ja, ich wusste das auch nicht. Gott, ich bin kein Tierarzt, keine Ahnung. Aber das ist so ein raspelndes Husten und das ging also eine gute halbe Stunde. Okay, aber vielleicht kannst du mal einen Veterinär, oder vielleicht kann ich mal einen Veterinär fragen, wie oft sich... du wohnst wahrscheinlich auch schon länger dort und nehmen an, früher haben die Kühe nicht gehustet. Also, ich bin auf dem Hof aufgewachsen in Frankreich, auf dem Bauernhof, einem großen Bauernhof. Die hatten Kühe, die teilweise mal einmal gehustet haben im Stall. Die hörte ich kurz so machen, so ein Raspeln. Sie kann das nicht nachmachen, aber es ist so ein raspelndes Husten. So vielleicht einmal, aber nicht eine halbe Stunde lang und nicht, dann war es eine einzelne Kuh, aber nicht eine ganze Kuhherde. Ja, das wäre interessant. Ich meine, vielleicht kann ja irgendwer was damit anfangen. Irgendwer, der sich halt damit auskennt. Also der Kater war 2 Tage lang krank, hat gekotzt, was das Zeug will und hat eine ganz tropfende Nase gehabt. Und das hat er öfters, wenn dieses Zeug da passiert. Und ich habe inzwischen natürlich viele Leute darauf aufmerksam gemacht im Zug, weil ich reise ja pro Tag 2 Stunden im Zug.
und habe mittlerweile viele Leute darauf aufmerksam gemacht. Die gucken jetzt und die rapportieren mir dann jeweils, oh, jetzt waren wir Velofahren mit der Familie, wir hatten am Abend alle tränende Augen, und viele Leute berichten mittlerweile über praktisch chronische Sinusitis. Oh ja, ich zum Beispiel. Ja, ich auch. Ja. Und viele andere, die ich kenne. Und ich habe dann inzwischen auch das gemacht, dass ich mit Apothekern gesprochen habe, also Besitzer von Apotheken, da wo ich regelmäßig Sachen hole, und die auch darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ja, sie sollen doch mal beobachten und mir berichten, wenn dann solche Streifen am Himmel sind, ob sie viele Leute hätten, die in die Apotheke kommen und irgendetwelche nach Asthmasprays fragen oder irgendetwelche Tropfen gegen brennende Augen und so weiter. Und? Ist da eine Korrelation? Also hat gesagt, ja, das gibt's oft, und es gibt's oft, wenn das Wetter schön ist am Wochenende. Ich sage, ja, sehen Sie, das ist genau, was ich Ihnen gesagt habe. Und ich habe dann gesagt, oder können Sie das, Sie haben ja sicher irgendwann einmal im Jahr ein Zusammentreffen von Schweizer Apotheker oder weiß nicht was. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Ihren Kollegen sagen könnten, dass Sie auf das aufmerksam gemacht werden. Oh, das wäre sehr spannend, denn die haben wirklich die Möglichkeit, da irgendwie Statistiken zu führen, die man normalerweise nicht führen kann. Und besonders, oder wo es sehr wichtig wäre, Interviews durchzuführen mit Leuten, die in der Landwirtschaft oder Bauarbeiter zu interviewen, weil die sind ja am meisten der Geschichte ausgesetzt. Unglaublich. Es gibt da ein Schulbuch von Will Thomas, hast du von dem schon mal gehört? Ja. Solutions for Global Warming. Mhm. Und darin wird sogar vorgeschlagen, dass man doch derartige Dinge, also dass man über künstliche Wolken, die über Kondensstreifen ausgebracht werden, dann irgendwie Global Warming bekämpfen möchte. Ne? Wenn man jetzt das ist ja ein Witz, oder? Offenbar nicht. Global Warming hat ja gar nichts, also Entschuldigung, ich darf das vielleicht so nicht sagen, aber mit uns noch sehr wenig zu tun. Also jeder. Da gibt es viele, die das behaupten, ja? Wie bitte? Da gibt es sehr viele, die deiner Meinung sind, ja? Ja, das kann ja jeder nachschauen. Wenn er ein Internet hat, da geht er schauen. Ich habe sämtliche Fotos von Mars, Jupiter, Saturn, Uranus gemacht. Allein vom Mars sieht man ja, wie das Eis schmilzt Jahr für Jahr immer mehr. Man sieht immer mehr Stürme auf dem Mars. Auf dem Jupiter sind zwei große neue rote Augen erschienen, wo man denkt, wo man also echt Angst hat darauf. Hast du selber Fotos gemacht, dieser Planeten? Also ja, sicher, da kann ja jeder rauf auf dem Internet. Kann man diese Fotos runterladen. Also runterladen, weil das mit Teleskop selber. Aber okay. Nein, das sind mit Satellitenaufnahmen, ja, ich von klar, der NASA schon. Offiziell ins Netz gestellt werden. Ja, weiß, das ist eines der Paradoxon, die es da mit der globalen Erwärmung gibt. Sie findet nämlich nicht nur auf der Erde statt. Nein, sie findet im ganzen Sonnensystem statt. Und ich muss immer lachen, wenn die Leute das erzählen, diese ganzen Geschichte. Wir seien schuld. Also Entschuldigung, jeder, der gut in der Schule zugehört hat, und zu denen gehörte ich, weil ich interessierte mich sehr für Geschichte und Geografie, da habe ich gelernt, dass die Römer bis nach Schottland gegangen sind, und zwar in Sandalen und kleinen Röckchen, ja, und die haben also bis nach Schottland oben Reben angepflanzt, und in der ganzen Schweiz im Mittelland haben die Weizen angepflanzt, also Weizen heute in der Schweiz kann man ohne Dünger nicht anpflanzen, das würde gar nicht kommen, und Reben in Schottland gibt es bis heute kaum, also war ja dann das Klima wärmer. Und ja, wenn man im Mittelalter war es eine Zeit lang, hatten wir eine kleine Eiszeit, also das ist ein totaler Schrott, da verdienen sich wieder die großen Herren Millionen und Milliarden mit dieser Angsteinflößung, das hat mit uns nichts zu tun, oder nur das Bodenozon hat mit uns zu tun und die Verpestung der Flüsse und der Seen, das alles sicher, aber nicht die großen klimatischen Veränderungen haben mit dem Menschen nichts zu tun, das hat es immer schon gegeben. Ja, da gibt es letztens einen sehr interessanten Vortrag eines Klimaforschers aus Amerika gehört, leider fällt mir jetzt glaube ich der Name nicht mehr ganz ein, aber der hat auch von dieser Wärmeperiode gesprochen und von Reben in Schottland und so weiter und hat dann ausdrücklich darauf hingewiesen, dass also in den Lehrbüchern dann steht, und daraufhin habe sich das Wetter, das Klima verschlechtert. Ja, also wenn es jetzt wieder wärmer wird, muss das jetzt unbedingt... Ich ging in Frankreich in der Schule, haben wir von meinem Geschichtslehrer so Akten aus der Kirche bekommen, aus dem 13., 14., 15. Jahrhundert, die er noch bekommen hatte, um Untersuchungen zu machen über Familienzusammenstellungen, wie viele uneheliche Kinder und so weiter. Und die Pfarrer haben jeweils immer das Wetter eingeschrieben in diesen Heften. Und da war sehr interessant zu sehen, oder dass sie ganz schlechte Sommer hatten. Da stand geschrieben, dass es im Juli geschneit hat, dass Leute Hunger gehabt haben. Das weiß man ja von den großen Hungersnöten in Europa, weil das Wetter so lausig war jahrelang im Mittelalter. Und dann sind ja dann auch
als Konsequenz davon diese Riesenseuchen ausgebrochen. Es gab ja Zehntausende von Toten. Aber darüber spricht heute keiner mehr. Naja. Das Bienensterben zum Beispiel ist auch so eine Sache, wo ich keiner so richtig weiß, warum die verenden. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, dass Bienen sehr anfällig sind auf elektromagnetische Strahlung. Und ja. Und ja, also ich kann Timo nur zustimmen, wenn es jetzt globale Erwärmung im gesamten Sonnensystem gibt, dann ist es natürlich so, dass die Sonne der erste Anlaufpunkt auf der Suche nach einer möglichen Ursache ist. Das kann sehr wohl sein, ja. Die Sonne ist zwar im Moment überhaupt nicht aktiv, was auch die Wissenschaft sehr irgendwie stutzig macht. Also die hat seit jetzt mindestens 3 oder 4 Monaten kaum mehr eine Aktivität. Kaum mehr Sonnenflecken. Aber man sagt, vielleicht ist das die Stille vor dem Sturm. Die Stille vor dem Sturm, der 2012 kommt. Da ist nämlich das nächste Maximum. 2012, ich glaube, das kommt vorher, weil dieses Datum 2012, naja. Ist immer Datum. Jetzt. Was ist denn jetzt der Grund für diese Chemtrails? Und da kommen wir jetzt natürlich ins Spekulative, völlig klar. Also spekulativ, sage ich jetzt. Spekulier mal dahin. Also Spekulation ist nicht, dass man das Wetter verändert, das ist eine Tatsache. Spekulation ist auch nicht, dass das militärische Zwecke hat, weil das Militär hat sogar zugegeben. Aber was Spekulation ist, ist, was noch damit geforscht wird. Und ich sage es jetzt mal ganz krass und offen, was ich denke, was es ist. Irgendwann werden die uns besprühen mit was, weil die haben beschlossen, schon längere Zeit, und da ist auch die WHO dahinter und die UNO, dass wir viel zu viele Menschen sind auf diesem Planeten und dass im Prinzip dieser Planet mit Maximum die Hälfte, also mehr nicht tragen kann in Zukunft. Und dann kann man die Leute, AIDS hat ja auch nicht funktioniert und H5N1 funktioniert nur noch bei den Asiaten und die Pille funktioniert auch nicht und überhaupt. Und wenn man das von oben macht, ja dann Prost. Also was glaubst du da jetzt konkret, dass da... Also ich glaube ganz konkret, dass da ein Riesenplan ausgearbeitet wird, über kurz oder lang die Menschheit zu reduzieren. Wie schlimm, dass das auch tönt, aber da bin ich überzogen. Liebe Zuschauer, das war ein Radiointerview. Was, wann wurde das ausgestrahlt? Das sehe ich jetzt gerade nicht. In einem österreichischen Privatsender, so viel weiß ich. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge von Seiten. Wenn Sie im Internet sich einmal anfangen, damit beschäftigen, bekommen Sie von Gutachten über irgendwelche Verschwörungstheorien alle möglichen Dinge. Was ist Fakt? Wenn ich an den Himmel schaue, und wie gesagt, das ist mir selbst schon passiert, 2 Flugzeuge sehe, die in ähnlicher Höhe fliegen, was ich an der Größe der beiden Flugzeuge erkennen kann, und eines plötzlich riesige weiße Schwarten hinter sich herziehen, das andere nicht, fange ich natürlich auch zu denken an und sage, Moment mal. Wenn ich dann sehe, dass ich lackierte Keramikamphoren und einen Tonengel in meinem Garten stehen habe und plötzlich die Keramikamphore komplett ihre Farbe verliert. Also das müssen Sie mal sehen, wie das aussieht. Das ist unglaublich. Ich werde ihn demnächst mal mitbringen ins Studio. Und dieser Engel, der mit so einer Patina überzogen war, plötzlich aus rötlich feinstem Ton aussieht, dann frage ich mich, was ist in dem Wasser drin, dass das auf alle Oberflächen so einwirkt? Als zweites frage ich mich natürlich, was ist in dem Wasser drin und was macht das mit unseren Pflanzen? Will man jetzt, wenn die Menschen anfangen zu überlegen, dass sie womöglich weggehen vom Fleischkonsum, hingehen und die ganzen Pflanzen so behandeln, dass die für uns auch schädlich und nicht mehr genießbar sind? Also eins weiß ich sicher, sollte irgendwann mal wieder ein Geheimdienstler in Gewissensnöte kommen und diese Dinge belegbar veröffentlichen, wird das Vertrauen zu allem, was heute an der Führung ist, so massiv und nachhaltig zerstören, dass es ganze, wie gesagt, über Generationen wird diese Menschen weggefegt werden, weil dann bekannt ist, dass sie gewusst haben, was da passiert. Ich will dieses Thema Bevölkerungsreduzierung überhaupt nicht annehmen und überhaupt nicht glauben, weil dass Menschen in der Lage sein sollen, so mit ihren Mitmenschen umzugehen, als hätte einer das Recht zu sagen, ah, da sind 3 Millionen zu viel oder 5 Millionen,
Was? Wie hört sich das an? Wissen Sie, wie das klingt? Wie so Zahlen. Wenn einfach hinter Zahlen ein Häkchen gemacht wird. Und bewegen wir uns ja immer in die virtuelle Welt immer mehr. Die ganzen Geldtransfers finden nur noch im Computer statt, da werden Zahlen hin und her bewegt. Und anscheinend sieht man mittlerweile auch die Menschen mehr als Zahlen oder als Nummern, als menschliches, humanoides Individuum. Und da gehen wir weg von all dem, christlich, das Wort, wenn ich es nur schon höre im Zusammenhang, darf man überhaupt nicht erwähnen, weil das ist in keinem Sinn von keinem Schöpfer, was da gemacht wird. Wenn diese Dinge, alle die ich mittlerweile erfahren habe, wenn die das alles erreichen, was darin geschrieben wird, dann stehen uns keine rosigen Zeiten bevor. Aber wir haben ja die Chance aufzuwachen. Wir haben die Chance hinzugehen. Wir haben die Chance, uns diese Ergebnisse anzuschauen und wir haben die Chance, Einfluss zu nehmen. Wenn ich mir heute die Wahlergebnisse anschaue, scheint das aber niemanden groß zu interessieren, weil immer wieder wird das Gleiche gemacht und immer wieder setzen die Gleiche das fort. Wenn ich mir jetzt die Politik in Deutschland anschaue, hier haben wir eine große Koalition, das heißt, Opposition gibt es nicht mehr, das sind bloß noch wenige Prozente, die eh nichts bewegen können. Das heißt, die Regierung kann jetzt umsetzen, was sie will, weil sie sogar über die absolute Mehrheit verfügt. Dann frage ich mich wieder, wo unsere demokratischen Grundsätze geblieben sind. Und dann geht es so weit, dass man per Gesetz die Widerspruchsfrist der Menschen einschränkt bei Gerichtsverhandlungen. Wenn das nicht so und so ist, kannst du gar keinen Widerspruch mehr einlegen. Das heißt, du bist dem Richter, ob der dich mag oder nicht, ausgeliefert. Und wenn dir ein Urteil fällt, hast du einfach Pech gehabt. Das Zweite, man will die Möglichkeiten reduzieren, am Gerichtshof für Menschenrechte zu klagen. Da soll es nur noch gewisse Regeln geben, über die man klagen kann. Wer legt die fest? Natürlich die beklagt werden. In der Masse wird ja gegen ein Rechtssystem oder gegen einen Staat geklagt und so weiter. Und wenn ich mir diese ganzen Sachen so am Schnürchen zusammenreime, dann kommen mir da schon die seltsamsten Gedanken hoch, was man da machen will. Nur letztendlich gehe ich dann in mich. Und dann kommt mir immer ein Gedanke. Wissen Sie, wie der heißt? Das wird nicht funktionieren. Das wird nie und nimmer funktionieren. Im Gegenteil, durch all diese Versuche und Kapriolen werden sich die outen, die mit Menschlichkeit, mit Gemeinsamkeit, mit Harmonie und Liebe nichts zu tun haben, dass sie endlich erkannt werden. Und dann werden Sie erleben, was das Ergebnis ist einer so menschenverachtenden Denkweise, Voraussetzung, dass das so ist, wie wir es gerade gehört haben. Denn kritisch sein ist einer der wichtigsten Dinge, liebe Zuschauer. Die eine Seite anhören, die andere Seite anhören und dann den Geist aufmachen. Den Kopf aufmachen, um einfach zu verstehen, was da passiert, zu beobachten und sich nicht einseitig zu informieren. Wie oft sehe ich, dass die Menschen ihre Wahrheiten aus Boulevardblättern beziehen, die sensationslüstern ihre Auflagenzahlen nach oben schrauben wollen, ob da die Wahrheit berichtet wird oder nicht. Und dann mit den klassischen Schlagzeilen werden die Menschen weggerissen. Und wenn ich das morgens so beobachte, wie viele Menschen sich diesen Mist reinziehen, muss ich sagen, naja, dann wird das Ergebnis zutreffen. Denn wie gesagt, wer sich nicht umfassend informiert, heute in der Gesellschaft, wo Informationen und Wissen ganz viel bedeuten kann für die Zukunft, der muss mit dem leben, was dann die anderen für ihn entscheiden. Eine Seite, die ich Ihnen noch zeigen möchte, ist die Seite von Extreme News. Und in einem Bericht vom 20.12.2013 hat, jetzt muss ich mal schauen, wie er heißt, da hat, wo sind wir denn, Harald Kautz-Weller, er hat lange geforscht mit dem Thema Chemtrails und sauberer Himmel und Mogollon-Krankheit und alles Mögliche. Und hier steht ein Bericht im YouTube, wird die Menschheit mittels Chemtrails und Nanotechnologie vergiftet? Der ist 21 Minuten lang, das können wir leider nicht mehr senden. Wenn Sie hören, was der Mann sagt und wenn Sie hören, was er wie definiert und wie er die Zusammenhänge erklärt, dann kriegen Sie schon Sorge. Also selbst ich bin ja einer, der nicht so zu erschrecken ist. Aber wenn ich mir das anhöre,
und denke dann, oh, du hast Kinder, was müssen die mitmachen und was haben die damit zu tun? Was wollen die? Warum wollen die anfangen, das Gleiche zu machen, was man früher mit üblen Kriegsmechanismen und Maschinerien umgesetzt hat? Das wollen sie heute einfach machen mit Chemie, mit Elektromagnetismus, mit Strahlen, mit all den Dingen, die so im Verborgenen laufen, um vielleicht das goldene Zeitalter einfach zu verhindern. Weil das dahin geht es über die Brücke der Wahrheit. Und dann kommen alle diese Schiebereien raus, die wir mittlerweile jeden Tag in den Medien lesen, in den Zeitungen lesen. Enthüllungen über riesige Geldverschiebungen. Die, wo sich vorne hinstellen und tolle Dinge predigen, die haben hinten in den Jahren vorher halt einfach Dinge gemacht, die nicht so toll waren. Aber man tut sich in der Sonne und in dem Umfeld, tut man sich dann groß machen und so weiter. Und da muss ich sagen, eine richtige und gute Geschichte ist das nicht. Aber gehen Sie in Ihr Inneres, stärken Sie sich, stärken Sie Ihre geistigen Fähigkeiten. Das wird die Lösung in der Zukunft sein. Wie, das erfahren Sie in einer anderen Sendung. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.